Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Streetbolzer TV. Wir befinden uns heute, wie ihr sehen könnt, am Kulturbahnhof in Kassel, genauer genommen vor der Karikatura, denn dort findet heute die Sommerakademie der komischen Kunst statt. Und was es damit auf sich hat und wer die Macher dahinter sind, das werden wir heute erfahren. Hier steht der Gerhard Haderer, der Leiter dieses Workshops. Gerhard, Sommerakademie für komische Kunst. Was hat es damit auf sich? Das ist ein Forum, in dem sich Kollegen aus dieser besonderen Sparte, nämlich Kunst und Comic miteinander zu verbinden, auf gleicher Augenhöhe austauschen. Das heißt mit anderen Worten, wir haben hier eine Woche lang Zeit, vom Bild bis zur wilden Zeichnung alles auszuprobieren, was wir so komisch finden. Wie wichtig ist so Deutschland Workshop für Kassel? Für Kassel ist es, glaube ich, ganz neben Streetfußballclubs, wie ich jetzt gehört habe, die noch bedeutend größer sind als die Sommerakademie, ich glaube zehnmal so groß, ist es, glaube ich, die zweitbedeutendste Institution für alternative Kultur und für Spontankultur und für Novitäten. Ich glaube, die Karikatur ist eine sehr wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste Kultureinrichtung in Kassel, weil hier ist das Epizentrum der komischen Kunst in eigentlich auch deutschlandweit anzusehen. Seit 20 Jahren machen wir das hier und das ist der Ort, wo eigentlich komische Kunst seine Heimat hat. Kunst verbindet Kulturen und Menschen, genauso wie Fußball das tut. Inwiefern sehen Sie Parallelen zwischen Projekten wie den Streetbolzer e.V. und der Sommerakademie? Also meine ganz persönlichen Parallelen sind völlig auf der Hand. Es ist das eine und das andere höchst subversiv. Also komische Zeichner waren nie diejenigen, die auf etablierten Schienen unterwegs waren, sondern sie hatten immer sowas wie ein subversives Widerstandsgel gegen diese etablierte Gesellschaft. Und ich würde mal sagen, Fußball und jetzt nicht nur Street Soccer, nicht nur Straßenfußball, sondern Fußball insgesamt hat ja genau das auch. Ja, also Fußball war doch immer etwas gegen diese schöne, ruhige, etablierte Gesellschaft. Ja, wir wissen ja alle, wir müssen uns ja nur umgucken, wie scheiße es zugeht auf diesem Planeten, weil einfach zu viel Ernst vorherrscht. Und wenn die Komik an der Macht wäre, glaube ich, wird einiges besser laufen. Okay, Kunst verbindet Kulturen ebenso wie der Fußball. Deswegen hast du uns hier direkt mal eine Fußballkarikatur gezeichnet. Was hat es denn damit auf sich? Also eine große Gemeinsamkeit zwischen vor allen Dingen an dem Stürmer und dem Cartoonisten ist der Torriecher. Also der Cartoonist braucht so etwas Ähnliches wie ein Torriecher, nämlich den Riecher für die Pointe. Also bei Zeichnung muss man auch reinmachen sozusagen. Das ist ja auch gelungen. Man weiß ja auch, die besten Kicker kommen ja aus einem Milieu, das auch diesen Zeichnern sehr nahe ist. Das sind ja auch Randgruppen, die sich dann später mal begonnen haben, in die etablierte Kunst einzumischen. Mittlerweile gibt es auch schon Stars, die das geschafft haben. So wie es im Fußball auch möglich ist, dass Strandkicker aus Rio irgendwann einmal im großen internationalen Fußballbusiness landen. Also diese beiden Parallelen, glaube ich, sind völlig offensichtlich. Wie ist der Ausblick? Wo siehst du die Galerie in 5 bis 4 Jahren? Wir von der Karikatura streben ja die Weltherrschaft an, also die Weltherrschaft für die komische Kunst. Und ich glaube, wir machen jedes Jahr einen guten Schritt dahin. Und hier in Kassel sind wir vermehrt in dem Bereich der Nachwuchsförderung tätig. Zurzeit haben wir die Sommerakademie laufen, wir machen viel mit den Studenten der Kunsthochschule zusammen.
Und ich glaube, Karikatur in Kassel wird sich sehr in die Richtung einer Talentschmiede und eines Orts für junge Nachwuchskünstler entwickeln. In Fachkreisen im deutschen Sprachraum ist Karikatur Kassel ein Begriff, der zusammengehört. Es ist eine wirkliche Marke daraus geworden. Und selbstverständlich schreit jeder einzelne Sommerakademist nach Fortsetzung. Es ist unmöglich, dass es im nächsten Jahr nicht wieder stattfinden wird und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass wir dann auf dem Weg zur Weltherrschaft hier die nächsten Kader der komischen Künstler irgendwie herangezüchtet haben. So, liebe Leute, ein wirklich witziger Tag bei der Karikatura neigt sich dem Ende entgegen. Wir haben sehr, sehr viel gelernt über komische Kunst, die Weltherrschaft des Humors und vor allen Dingen auch über die Macher. Aber was noch viel wichtiger ist, wir haben uns unseren Streetbolzer Ball von allen wichtigen Köpfen dieser Sommerakademie signieren lassen. Und jetzt gehen wir nach Hause Fußball spielen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.